Guten Morgen, Frau Koster. Morgen, Herr Frick. Haben Sie die Post schon durchgeschaut? Ja, sie liegt auf Ihrem Schreibtisch. Und Ihre Nöwe wartet auf Sie. Der Thomas? Haben Sie einen Kaffee gemacht? Natürlich. Ich hoffe, Sie sind recht, dass ich ihn im Büro warten lasse. Nein, das ist sehr gut. Meine Nöwe soll sich da wieder heimfühlen. Bitte stören Sie uns nicht. Wo sollte ich Ihnen das übliche Handyzeichen? Thomas, schön, dich zu sehen. Ich schätze deine Zuverlässigkeit. Ich bin eigentlich nur hergekommen, um zu sagen, dass ich nicht mit dir zusammen arbeite. Was ist passiert? Du hast mir letzte Woche selber erzählt. Du und mein Grossvater sind schuld am Tod von zwei Menschen. Ich habe dir nichts verheimlicht. Was die Sache nicht besser macht, ich weiss. Ich sage dir eine Geschichte, die genau gleiche Verantwortung wie dein Grossvater. Komm, nimm Platz. Schade für dein Projekt. Die laufenden Asylfälle würde ich gerne noch abschliessen. Geil, es beschäftigt dich, dass dein Grossvater so geworden ist. Ich verstehe das auch nicht. Ah ja, du auch nicht. Ich hatte nie einen richtigen Vater. Kaum habe ich einen, verstößt er mich. Obwohl man bedenkt, was alles passiert ist. Also, was alles passiert ist. Gibt es noch mehr, was ich noch nicht weiss? Das habe ich nicht gesagt. Aber jetzt hast du schon angefangen. Komm, erzähl. Bonjour. Ach, da bist du ja endlich. Du hast gestern gar nicht gesagt, dass du in Zürich übernachtest. Du bist spät geworden. Die Sitzung ist so lang gegangen. Ich bin gar nicht an der Sitzung. Aha, wo bist du gewesen? Beim Thomas. Ja und? Erzähl. Ja, da hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Du hast etwas anderes erwartet. Wenn du mir nicht in die Rücken gefallen wärst, sondern bei uns gewesen, wäre es nie so weit gekommen. Der Thomas hat genau gleich reagiert, wenn ich nicht dazu gekommen wäre. Was hast du bei ihm wollen? Ja, noch einmal mit ihm reden. Klären, wie das gelaufen ist mit dem ganzen Nutria-Deal. Du, ich glaube, der Thomas erwartet von dir im Moment ein bisschen mehr als nur Erklärungen. Soll ich das machen? Soll ich die Aktie verschenken? Das weiß ich auch nicht, aber du musst etwas machen. Oder willst du noch ganz verlieren? Also gut, verschenke ich unsere Aktie halt an Mitarbeiter. Zum Beispiel? Das wäre auf jeden Fall eine Lösung. Das wäre eine Lösung. Wenn meinst du, Thomas würde wieder mit mir reden? Ich glaube schon. Also, fahre ich gerade noch einmal auf Zürich. Verzeih ihm das aus. Mach das. Du wirst sehen, es kommt schon wieder gut. Das bringt nichts, die alten Geschichten wieder aufzurollen. Ach, komm jetzt ruck raus. Das sind Familiengeschichten, die man dir offenbar verschwiegen hat. Ist ja besser so. Was heisst da besser so? Erzähl du mir wenigstens die Wahrheit, wenn mich der Rest der Familie schon wie ein kleines Kind behandelt. Es geht um den Grossvater, gell? Ja. Der Plan, der hat er schon immer gewusst. Die eigenen Interessen durchsetzen und gegen aussen sauberes Image aufrechterhalten. Wie meinst du das? Naja, das ist nicht das erste Mal, dass er den Tod von Menschen verursacht hat. Was? Von wem denn noch? Von meinen Eltern. Von meinem Pflegevater und meiner Mutter. Mein Pflegevater hat sich wegen dem Plan aufgehängt, weil er ihn systematisch in Ruin treiben hat. Meine Mutter hat auf dem Gewissen. Hat ihr so lange zugesetzt, bis sie an einem Herzinfarkt gestorben ist. Nur weil sie verlangt hat, er soll zu seiner Vaterschaft stehen. Einen Moment. Ja. 5 Minuten, ist das okay? Gut. Bis dann. Ciao, ciao. Entschuldigung, Thomas. Wichtiger Termin. Ich wollte alles wissen, bis ins letzte Detail. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Hätte nicht damit anfangen. Bitte, Michael, es ist verdammt wichtig für mich.
bist anscheinend der Einzige in der Familie, der mich noch ernst nimmt. Okay. Aber nicht jetzt. Könnt ihr nachher Nacht essen? Nein, ich möchte das nicht im Restaurant besprechen. Komm doch gegen die 7 zu mir ins Penthouse. Aber nur für eine Stunde, okay? Okay. Also dann, bis um 7. Hubesack? Ja. Ich hatte doch gesagt, du sollst mir nicht anrufen. Es gibt ein Riesenproblem. Der Enkel hat droht, gegen morgen zum Chef mit den Fotos. Frick, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin am Ende. Dann liquidierst du halt dein Problem, aber nerv mich nicht damit. Was liquidieren? Der Enkel? Ja, du bist einmal wirklich schnell vom Begriff. Sali, Schatz. Hoi. Hoi, Dorothy. Hoi, Thomas. Kapitän, du kommst allein? Er bleibt nicht lang. Wir haben nur kurz etwas zu besprechen. Das Essen ist schon fertig. Schatz, du gehst jetzt rauf, legst dich an, schaust ein bisschen Fernsehen. Und wenn der Thomas weg ist, dann bringe ich dir das Essen rauf. Ja? Ist doch eine gute Idee. Gut. Aber mach nicht zu lang. Nein. Also, wenn ich störe, können wir auch gut anders machen. Du, kein Problem, wir machen einfach nicht zu lang. Willst du etwas trinken? So, macht nichts. Schau nur. Brauchst du das noch? Was ist das? Steht am Boden gelegen. Thomas, sehr gut. Das ist schon lange gesucht, vielen Dank. Du, wann ist denn das passiert mit deinem Pflegevater? Ja. Oh, hallo. Hey, grüß dich, Herr Blanc. Ist der Thomas da? Nein, er sollte aber bald kommen, wenn Sie warten. Wo ist er denn? Beim Frick. Frick, wegen was? Ja, wegen dem Asylantenprojekt. Was für ein Asylantenprojekt? Sie bauen doch zusammen so eine Sozialstiftung auf. Du, jetzt sag nur noch, dass der Thomas mit Frick zusammenarbeitet, oder was? Kann man, glaube ich, so sagen, ja. Um Gottes Willen. Alles nur das nicht.